Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Balloons Tower Defense 6. Mit dem letzten Update gab es eine große Änderung, die wir noch gar nicht so richtig gezeigt und thematisiert haben. Denn mit dem letzten Update wurde Geraldo ja genervt. Geraldo ist der Held, der mit dem vorletzten Update, also vor einem halben Jahr, rausgekommen ist. Und der war sehr lange sehr overpowered. Jetzt haben sich da aber ein paar Dinge verändert. Zum Beispiel den Kleber, den er auf den Boden wirft, der hält nur 4 Runden. Manche Gegenstände sind teurer geworden, manche Gegenstände kannst du nicht ganz so oft einsetzen, wie du die vorher einsetzen konntest. Und da ist natürlich die große Frage, kann man immer noch Geraldo einfach abusen und damit eine schwerere Map ohne Probleme schaffen? Weil wir haben mit Geraldo jetzt zum Beispiel Kolekhof ohne Probleme geschafft, Autsch haben wir ohne Probleme geschafft, theoretisch Werkstatt haben wir auch geschafft, aber halt nur theoretisch, weil wir sehen, der ist nicht der Totenkopf. Und deswegen dachte ich mir, springen wir mal in eine fortgeschrittene Map und ich werde einfach mal ganz stumpf Geraldo spielen. So wie man vorher Geraldo abused hat, werde ich das jetzt machen. Und natürlich, Geraldo wäre nichts ohne die Sniper-Taktik. Die Sniper wurden aber auch schlechter gemacht. Vorher war das so, Kombination Geraldo und Sniper mit den hier und halt die ganz oft gespammt, war quasi unbesiegbar. Aber wir wollen einfach mal gucken, es ist immer noch unbesiegbar. Wie gut ist das? Geraldo kriegt nicht Runde 6 Solo kaputt, ne? Noch eine Sache. Und zwar ist mein Club im umkämpften Gebiet voll. Da gab es irgendein Problem, dass der Club nicht angezeigt wurde, obwohl der halt existiert hat. Es sind aber trotzdem 15 Leute reingekommen. Und ich will ja jetzt für die nächste Season Hardcore suchten. Die beginnt aber erst in 12 Stunden. Also heute können noch alle Leute chillen, die da drin sind. Na gut, fangen wir mal an. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, dazu machen wir noch den. Der soll den stärksten angreifen. So. Sollte klappen und dann sparen wir jetzt dann auf Geraldo, hauen dann Geraldo raus und dann machen wir es ganz normal. Wir gehen die ganz normalen Steps durch, die du eh mit Geraldo machst. Das ist Kleber auf den Boden hauen, die Stacheln ganz hinten zur Absicherung, in wichtigen Runden den Genie raushauen, der jetzt auch eine Runde kürzer hält. Also es kann sein, dass es nicht geht und wenn es nicht geht, dann gehe ich hier ja wahrscheinlich Game Over. Aber ich glaube ehrlich gesagt, zumindest bis fortgeschritten, kriegst du immer noch die allermeisten Maps mit Geraldo einfach hin. Wenn du halt dieser Geraldo-Standard-Taktik folgst. Weil so hardcore waren die Nerfs ja nicht. Klar, da waren schon ein paar Nerfs bei, die richtig hart waren. Aber wir können immer noch jetzt am Ende der Strecke einfach Stacheln hinlegen. Und wenn mal was durchkommen sollte, haben wir da einfach Safety. Wir müssen aber mal gucken, wie das jetzt genau effektiv funktioniert. Ich werde das auch jetzt nicht perfekt machen, weil es gibt theoretisch eine richtige Reihenfolge, wie man die skillen sollte. Und wie man die rausnehmen sollte, die Sniper. Weiß ich aber nicht mehr. Habe ich alles vergessen, was es vielleicht ein bisschen schwerer macht. Okay, da kommt doch was weit. Müsste ich da was raushauen? Ne, es geht so. Wegen den Stacheln. Okay. Das soll ja möglichst günstig gemacht werden und möglichst Geraldo-lastig gemacht werden. Kleber hauen wir auch nochmal raus. So. Alles gut. Da oben machen wir jetzt hier die Reduzierung einmal. Reduzierung zweimal. Blei sollte auch down gehen. Dankeschön. Sehr chillig. Also was aber anders ist, man will den Kleber nicht mehr spammen. Vorher hast du den Kleber ja wirklich gespammt, weil es halt einfach ging. Das willst du jetzt halt, glaube ich, echt nicht mehr machen. So, wir machen dann noch... hier in Affendorf, so. Dann machen wir auch nochmal so die doppelte Reduzierung. Und dann können wir da jetzt Affen... Also das ist, glaube ich, falsch für eine Runde. Eigentlich muss das anders machen. Aber für Runde 40 haben wir ja Klingenfalle. Und wir gehen mal kurz hier auf Luftdetonationspfeile. Weil das U-Boot kann ich... Also das kann ich doch auch ein bisschen skillen. Das ist ja nicht verboten. Primär geht es ja nur darum, Geraldo und die Sniper zu abusen. Da kann ein U-Boot ja nicht viel kaputt machen, wenn der ein bisschen geskillt ist. Ab der nächsten Runde können wir auch das Feuer raushauen. Das werden wir dann raus ab der übernächsten Runde. Auf jeden Fall können wir gleich das Feuer raushauen, das machen wir dann. Ich mache auch nochmal den Kleber nochmal nach, da. Man muss halt vorsichtiger sein mit dem Kleber. Aber da hier nur ein einziger Weg ist, geht das. Ich denke, auf Maps, wo du dann halt mehr als einen Weg hast, dann ist es vielleicht ein bisschen problematischer, weil da war der Kleber sehr overpowered. Aber generell für die meisten Maps geht das, denke ich mal, in Ordnung. Der wild Geraldo auch langsamer. Ich hätte schwören können, Runde 37 hat man vorher schon das Feuer gehabt. Ich mache den oben, okay. So, dann gehen wir jetzt hier auf Abprallgeschoss für den. Können wir da auch, glaube ich, einen Alchemisten raushauen. Oh, ne, stopp, wir machen dann hier so. Ich halte mir den bereit. Zack. Easy. Die Reihenfolge ist auch komplett scuffed, wie ich das mache. Also eigentlich machst du das ganz anders von der Reihenfolge mit den Snipern, aber ist mir egal. Ich gehe einfach die Schritte nach, die ich machen muss. Die Einheiten raus, ich meine, ich muss die raushauen. Der so nah ist vielleicht nicht das Sinnvollste, aber machen wir. Ich mache erstmal den auf Stufe 4. Damit Moabs und so kein Problem mehr sind. Ich glaube, das war wichtig. Das ist jetzt ein bisschen weitergekommen, aber ich kann auch einfach den Kleber... Der ist ja egal, der ist ja eh weg nach 4 Runden. Na gut, machen wir jetzt hier so, verstümmeln Moab, der soll den Stärksten angreifen. Moabs sind jetzt auch erstmal kein Problem mehr, sehen wir da unten, komplett betäubt. Obwohl ich die Skillung auch komplett durcheinander mache und die falsch mache. Aber bis jetzt haben wir halt null Probleme.
Oder null Problemo, kann man auch sagen, wenn man cool ist. Sprache entwickelt sich ja. Ich glaube schon, es gab mal eine Zeit, wo Problemo ein cooles Wort war. Ich weiß nicht wann, aber das gab's bestimmt. So, wir machen hier mal so, nächste Stufe. Und eigentlich kann das hier nicht funktionieren. Es wird so viel schlechter gemacht. Also wenn du wirklich bis fortgeschritten jede Map mit dieser Taktik hinkriegst, dann braucht Geraldo auf jeden Fall noch einen Nerf. Sparen wir jetzt dann hier auf Elite-Scharfschütze, gehen dann hier auf Elite-Verteidiger und dann einfach nur noch Fähigkeiten raushauen. Zumindest war das so vorher immer. Wird schon irgendwie klappen. Es wäre insane, wenn es klappt, aber es wird schon irgendwie klappen. Bis jetzt sind wir in Runde 70 und wir hatten theoretisch keine Probleme. Linear Kiwi hat ja diese beiden Einheiten genervt, also schlechter gemacht. In Hinsicht darauf, dass halt alle mit denen durchgesolot haben. Also die werden das schon so gemacht haben, dass du eine fortgeschrittene Map nicht einfach so ohne Probleme hinkriegst. Garantiert nicht. Der Wettstein wird gleich besser. Ich hätte ihn noch nicht raushauen sollen. Hoppala, wir machen nochmal den Kleber hier hin. Den besseren Wettstein kriegt er. So. Schwierigkeitsgrad Mittel? Moment. Mittel schon... Oh nein. Okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum ich so viel Geld hatte. Wir springen mal nach Runde 80, weil es ist original alles gleich bis dahin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz überlegt, ob ich das gar nicht ansprechen soll mit Mittel. Weil es wäre niemandem aufgefallen, aber es muss natürlich schon ein richtiges Video sein. Dann dauert die Aufnahme jetzt halt einfach doppelt so lang. Aber ist halt mein Fehler, ich hätte einfach nicht auf Mittel stellen sollen. Ich glaube übrigens, es wird 1:1 genauso aussehen. Für Runde 63 machen wir nochmal Feuer und Kleber. Ist aber auch das... Also es ist hier wirklich überhaupt kein Problem alles. Auch der Kleber ist jetzt instant weggegangen. Das haben wir gar nicht gebraucht von 63. Es ist halt so krass. Ich mach mal eine Facecam nach oben, dass man besser sehen kann, was passiert. Aber es ist halt so insane. Jetzt kann ich ja sogar das von eben besser machen, dass wir erst einen besseren Wettstein raushauen. Ich glaube, der Sniper muss wahrscheinlich einfach teurer gemacht werden, Stufe 3. Macht es, dass 4000 kostet. Und er macht keine mehr diese Taktik. Ich konzentriere mich jetzt ja nicht mehr auf die Reihenfolge der Position. Es ist immer noch, der hier hat eine schlechte Position, weil die hier hinten kriegen den Trank quasi nie und der dafür halt fast immer, obwohl er am wenigsten vom Trank profitiert. Es ist halt easy. Und der richtige Härtetest wäre es natürlich, das nochmal auf Ouch zu machen. Aber auch wenn man eine gute Taktik für Ouch hat, ist Ouch immer noch sehr, sehr stressig und ich will mir das nicht nochmal antun. Das Video hier beweist einfach nur, dass man bis fortgeschritten mit Geraldo immer noch alles easy hinkriegt. Und Geraldo, der ist halt immer noch overpowered. Weil das meiste, was klappt, funktioniert halt nur, weil die Kombination Geraldo mit den Fähigkeiten plus Sniper so gut ist. Hey, Stufe 5, bam. Ja, es ist wirklich dasselbe Spiel wie davor. Ich glaube, die Ballons sind schon schneller so, die gegnerischen, aber es ist halt irrelevant, weil wir halt immer noch viel zu stark sind. Da sind jetzt zwei Zombs unten. Und man sieht das nicht, weil die sterben am Spawn. Ab vom Nachrichtendienst. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen oder falsch gemacht. Aber es ist der Schimpansenmodus. Es ist auf schwer, sehen wir, schwer Schimpansenmodus. Ich habe nicht den doppelten Geldmodus an. Es ist einfach so leicht, weil halt die Einheiten overpowered sind. Also es sollte eigentlich nicht so leicht sein, aber es ist einfach so leicht. Der kann ich ja nichts für. Noch einen von denen. Oh, Moment, stopp. Nach der Runde müssen wir kurz Pause machen. Weil kurz bevor der Level 20 wird, sollte man einmal alle Fähigkeiten raushauen. Dabei ist erst Level 19. Also er levelt anscheinend doch langsamer. Was aber eigentlich mir zugute kommt, weil dann kann ich viel später spammen. Dann hält, okay, jetzt alles raushauen? Ich mach einfach mal so. Und wenn er gleich Level 20 wird, dann laden sich halt alle Fähigkeiten nochmal neu auf und wir können nochmal mehr raushauen. Wettstein, was mache ich denn jetzt noch? Ich habe nur so viel Geld über. Also Ninja kann man immer machen. So, wir machen mal Ninja noch. Eigentlich kannst du den Genie jetzt raushauen für die Runde, aber ich glaube, wir brauchen den Genie gar nicht. Ich mache mal nur Slow Motion gleich, wenn die DDTs kommen. Ich glaube, ernsthaft, ich kann mir den Genie aufsparen. Ich glaube, ich brauche den nicht. Normalerweise brauchst du den, aber es läuft gerade so, es läuft besser als jemals zuvor. Ich brauche nichts. Ich brauche nicht mal die Slow Motion. Wieso ist... Was läuft hier falsch? Ich suche den Fehler, aber es gibt keinen Fehler. Das ist der Schimpansenmodus und wir zerstören einfach alles. Ich dachte, die Sniper wurden schlechter gemacht. Das fühlt sich stärker an als jemals zuvor. Das ist doch bescheuert. Das ist doch... Ich konnte zu den Waffen machen, just for fun. Ich mache hier das. Nagelsturm, just for fun. Muss ich nicht machen. Machen wir auch mal Slow Motion. Eigentlich musst du in der Runde jetzt ja hier die raushauen. Aber ich glaube, das brauchen wir alles nicht.
Einfach nochmal hier Kleber hin. Nee, wir brauchen das alles, aber warum brauchen wir das nicht? Ich bin so irritiert, wir machen jetzt hier den. Und das war's. Achtung. Fähigkeit. Slow Motion, wir haben gewonnen. Ich bin so irritiert davon, wie leicht das war. Geraldo immer noch sehr, sehr krass. Die Sniper-Taktik immer noch sehr, sehr krass. Wenn es nur einen Weg gibt, ist es auf jeden Fall die leichteste und overpoweredste Taktik, die man machen kann. Und auch mit zwei Wegen, hier bei Pets Teich zum Beispiel, wäre es immer noch kein Problem. Es ist immer noch insane. Ich bin ein bisschen schockiert, wie insane das war. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Ich bin beeindruckt. Und wir sehen uns dann bis dahin, Leute. Und ciao.